Hallo und willkommen zurück zu Castlevania Symphony of the Night. Letzte Folge ist irgendwie ein bisschen kürzer geworden als gedacht. Aber macht ja nichts. Wir kommen ja relativ schnell durch das Spiel durch. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was mehr an Folgen dafür. Überlegen, ob wir weiter hochgehen oder ob wir. Nee, ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter nach unten. Wir gehen mal die blauen Türen abarbeiten. Schön auch die Axt ist, wir behalten unser Buch. Ihr habt ja gesehen, warum. Links müssen wir gleich weiter, wir gehen aber erstmal nach unten. Wow! Das ist ein bisschen stärker. Wow! Hör einen hier auf Ryo zu machen. Ryo sag ich schon. Auf Honda zu machen. Ja. Alter Falter, hält ja was aus. Oh, danke. Wow. Nicht so greedy. Eieiei. Der wäre geschafft. Harter Gegner. Für. Oh. Für Fleisch. Ich glaube, es ist egal, wie rum wir gehen. Müsste wahrscheinlich erstmal Nebel da sein, damit wir da durchgehen können. Okay. Hier sehen wir noch nichts. Da kommen wir aber später noch zu. Schnell mal ducken.
Also die Wetterbedingungen haben auch Einfluss darauf, wo wir weiterkommen und wo nicht. Natürlich perfekt vorbei. Okay, andere Seite kommen wir nicht hoch. Einmal ein kleines Gebietswechsel. Ah, ich weiß, was hier wieder ist. Eine Steinrose. Okay, so heißen die also. Möglicherweise halt nicht allzu viel aus. Kriegen wir jedes Mal 250. Gib nur Cephalus, okay. Sieht mir aber nicht aus wie ein naher Verwandter eines Brontosaurier. Aber okay. Auch noch weiter, das sieht man ja anhand der Karte. Die Frage ist nur, wann und wie. Eieieiei. Lass mich aber auch wieder viel treffen heute. Sowieso auch immer die gleiche Aufnahmesession, ihr habt das ja gesehen. Waren ja wieder an derselben Position. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, genau, blaue Tür. Dafür haben wir ja jetzt was. Könnte den einen Weg geöffnet haben. Bin heute aber auch ungeschickt, ey. Eieieiei. Et voilà, der Weg ist frei. Eine Angriffspotion und eine Büchereikarte. Die Büchereikarte, ich glaube, das wird wohl eine Waffe sein. Mal wieder abchecken, ob hier nicht mal wieder so ein paar einreißbare Wände sind. Kommt ja öfters vor. Haben wir doch schon wieder mal was erreicht. Auch hier ist der Weg jetzt frei. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal runter.
Okay, hier ist nix. Ein neues Gebiet. Die Untergrundtavern. Oh. Ich glaube, da kommen wir noch nicht ganz hoch. Nö. Boah, wir haben einen Javelin bekommen. Oh. Okay, es war wieder eine Wurfwaffe. Verdammt. Ich dachte, die Waffe könnte man einfach länger behalten. Aber ihr merkt schon, ich habe das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt. Das sind so Dinge, die weiß ich gar nicht mehr. Na, da kommen wir so noch nicht hoch, glaube ich. Okay, das ist nicht eingezeichnetes Gebiet. Okay, jetzt wieder ein Speicherpunkt. Den nutzen wir aber mal, um unsere Energie aufzufüllen. Okay. Jetzt die große Frage. Gehen wir weiter runter oder erstmal nach links? Ich glaube, wir gehen erstmal nach links. Da wird es noch runter gehen. Ah. Hardmax Upgrade. Das heißt, wir können jetzt mehr Munition mit uns rumtragen. Ein Bandana, das wird ein neues Headgear sein. Da geht noch ein bisschen die Verteidigung hoch. Okay, da geht es nicht mehr weiter. Das war jetzt natürlich blöd. Das war jetzt auch blöd. Oh, wir lassen es. Auch ein Remix einer sehr bekannten Castlevania-Melodie hier. Okay, bin mal gespannt, wo wir hier landen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Wow. Da piekst einer von unten nach oben, das ist überhaupt nicht nett. Ja.
Aber stellenweise wäre wahrscheinlich die Axt etwas effektiver als das Buch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lieber das Buch dabei, weil es ein Rundumschutz ist. Ganz schön umfangreich hier das Gebiet. Na, hier geht's wieder nach oben. Ah, ist schon ziemlich genial bei dem Spiel, dass man so viel erkunden kann. Das hat mir auch immer richtig gut gefallen bei dem Spiel. Das ist ja allgemein der Reiz von diesen Metroidvanias. Wir wurden nicht enttäuscht. Live up! Wir werden natürlich versuchen 100% zu machen, das heißt wir werden auch das Spiegelschloss versuchen zu machen. Ich kann zwar nicht 100%ig versprechen, dass ich auch noch alles hinkriege, aber ich gebe mir natürlich größte Mühe. Hoppala. Abgerutscht. Natürlich werden wir immer noch die Wände absuchen nach Geheimgängen und anderen Sachen. Habt ihr schon gesehen gehabt, dass man hier und da noch was kriegt? Einen Shiitake. Rechts geht noch weiter. Toadstool. Okay, also wenn man da runterfällt, kommt man nicht mehr hoch. Verzeihung. Mal speichern und dann würde ich sagen, machen wir noch den oberen Gang fertig und dann denke ich mal, haben wir wieder Zeit für einen Cut. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Das ist einfach mega umfangreich. Level up. Vorsichtig sind, kriegen wir vielleicht diesmal dahin, ohne Treffer zu kassieren. Meist geht das schief, wenn ich das sage. Was aber nice ist, dass wir hier eine Menge Geld machen auf dem Weg. Wir haben ja noch einiges, was wir kaufen wollten. Gibt zwar auch in dem Spiel einige Glitches, dass man unendlich Geld quasi hat und alles, aber die werden wir nicht nutzen. Wir wollen das Spiel ganz regulär und fair durchspielen und auch ohne, dass wir rumfixen mit irgendwas. Gut, bei Boss war jetzt eben ein bisschen glitchy, aber da kann ich nichts für. Sehr schön, wir haben den Javelin nochmal bekommen. Können wir ja mal auf den Boss verwenden. Da oben kommen wir ja noch nicht dran. Weiter runter. Hier rechts ist nur Speichern.
Kommen wir so auch noch nicht hoch? Hier auf der Höhe sollte eigentlich ein Gang sein. Wahrscheinlich da oben, wo wir nicht rankommen. Ah, verdammt. Würde ich sagen, hier unten rechts im kleinen Bereich können wir eigentlich noch fertig machen. Habt ihr einen bisschen längeren Part? Hoffe ich zumindest. Boss. Na komm, machen wir das mal. Boss kaputt. Etwas stark der Javelin. Kein Live-Up, das war anscheinend nur Mini-Boss. Wow. Das war jetzt aber sehr unangenehm. Ich glaube, wir werden uns mal heilen. Das Pentagramm verwenden. Ich glaube, so viel können wir da nicht an Angriff nutzen. Oh. Okay. Sorry, dass ich euch gerade hier um einen Bosskampf gebracht habe, aber das wusste ich nicht mehr, dass man damit zurückportet. Verdammt. Sorry. What can I do for you? I'm interested in this. Like you. Ich würde sagen, davon holen wir noch welche. Verdammt. Sorry. Ist das peinlich. Ja, ich würde sagen, wir kaufen mal eine Pot, die haben wir ja jetzt gerade verschwendet. Farewell for now. Ups. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass wir gleich schneller laufen müssen.
noch schon mal, die Büchereikarte ist einfach nur ein Fortgegenstand. Ich denke, die paar Jahre Pause waren ein bisschen schlecht, was die Qualität des Let's Plays angeht. Aber gut. Geht es so, ihr habt mehr vom Let's Play. Natürlich ein bisschen. Ganz Weg wieder zurücklatschen. Sorry, Leute. Naja, jetzt weiß ich aber zumindest, wofür der Gegenstand gut ist. Hinterher ist man immer klüger. Vorteil ist, dass wir jetzt einfach relativ schnell durchwaschen können. Klar, man hätte auch den Spielstand laden können, aber dazu, ich meine, wir kommen so schnell wieder zurück. Gehen wir mal ein bisschen Gas. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch unterwegs und eingesammelt bei dem einen Sprung, den ich jetzt ein paar Mal verkackt habe. Oh! Die Steinrose ist aufgegangen. Eieieiei. Ich mach manchmal Bockmiss. Naja, wir sind ja schnell wieder da. Im Umfang, wir kriegen die Gegner ziemlich schnell down und kommen ja wirklich gerade schnell und effektiv wieder an den Ursprungspunkt. So ein Sack. So. War ja schon fast wieder da. Gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen beeilen. Aber ihr habt jetzt einen bisschen längeren Part bekommen als geplant. Speichern wir mal noch schnell mal. Dann würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal hier weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Bis denn!